Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Wenn auch Sie zu den Spielern gehören, die ihre Erfolgserlebnisse nur an den gespielten Stableford-Punkten festmachen, ist der nächste Tipp wie gemacht für Sie. Spielen Sie 9 oder 18 Löcher auf dem Platz, jedoch nicht nach Handicap oder gegen Par, sondern nach einem Punktesystem, was ich Ihnen jetzt vorstellen werde. In dieser Tabelle suchen Sie sich Ihre Vorgabenklasse aus und bewerten dann die einzelnen Aktionen auf dem Platz. In unserem Fall könnte das so aussehen. Die Spielerin trifft das Fairway, also bekommt sie einen Punkt. Leider verfehlt sie das Grün und schlägt ins Wasser. Somit bekommt sie keinen Punkt für Grün in Regulation, dafür aber einen Minuspunkt, da sie einen Strafschlag bekommen hat. Am Ende spielt sie ein Bogey und bekommt dafür weder ein Plus noch ein Minuspunkt. So spielen sie dann die Runde zu Ende und zählen am Schluss alle Punkte auf der Scorekarte zusammen. So können sie ein völlig neues Erfolgserlebnis auf dem Platz erfahren, da hier auch einzelne gute Schläge bewertet werden.